Willkommen zu der nächsten Folge Alpine Stars. Ja, wir haben jetzt hier gerade am Hof ein bisschen aufgeräumt und wollen jetzt den, keine Ahnung, was von Karn ist, zurückbringen zum Händler, weil ich ja immer noch ein Leihfahrzeug. Und dann sehen wir mal weiter, was heute noch so ansteht. Meine Freunde. Hallo, Herr Schilling. Guten Tag, Herr Reiniger. Wie? Alter, Herr Schilling, gucken Sie mal, wir haben ein neues Dienstfahrzeug. Ist das nicht schön? Oh, ich mach da mal was anderes. Ihr Hof ist momentan gesperrt, also steht hinten drauf. Mein Hof ist gesperrt. Ja, momentan ja, weil wir hier sind. Andere Ausfahrt auch? Glaub nicht. Ja, alles. Also, Was gibt's denn, Herr ja. Reiniger? Ich setze mich erstmal Naja, wahrscheinlich. Ihre Düngeverordnung, Ja? Schilling. Also, Schnösel. Moment. Schnösel? 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 Ja, Entschuldigung, ich habe mich verdrückt. Das Ja, sind so mach viele das neue nicht. Knöpfe, da muss man immer Ja, mach aufpassen. das nicht schon wieder kaputt, verdammt. Ja, was Du hast denn? gehört, was der Bürgermeister gesagt hat. Das ist das letzte Auto, was wir kriegen. Naja, die Ja. vom Ordnungsamt sich mal Aber einig werden, warum wäre hast du denn schön. den genommen? Was? Ach, also hast du die Papiere von Ja, warte, den. ich hol die. Herr Schelling, heute ganz alleine, ohne Ihren Herrn, wie heißt er gleich, Herr Theuer? Richtig, der Herr Theuer, der ist nämlich, wenn ich es richtig weiß, die Proben von der Silage hier abholen. Herr Schilling, haben Sie sich das nur mal überlegt mit, hä? Ich glaube, ich habe was im Auto vergessen. Habe mir bis jetzt noch gar nichts überlegt. Ja, gut. Schnösel! Und der Diesel scheint Was billig denn? zu sein. Ist gute Steuer, der Diesel. Naja. Naja, ich war ja was Schöneres. Herr Schilling, Herr ich Schnösel. habe Ihre Unterlagen dabei. Das sieht alles sehr hervorragend aus. Das sieht hervorragend aus. Jo, Sie müssen nur auf Wurmrelände von der Feldplan Quadrat Dingsi-Bumsi 41. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen, dass das da nicht zu viel wird. Aber das ist, sonst ist es gut. Und das Zeug aus dem Güllefass. Das sah soweit noch in Ordnung aus, aber hart an der Grenze. Deswegen sage ich ja mal, sind lieber beim nächsten Mal nicht so viel drauf. Nicht, dass die Nitratwerte da ja zu hoch sind. Also wir haben Problem, Schnösel. Was denn? Die haben das Zeug von dem BGA und der waren wir schon bei Kenneth Meyer? Nee. Aber das ist ja wahrscheinlich. Ist egal, machen wir da. Auf jeden Fall hier, ich gebe Ihnen das mal. Bitte schön. Ja. Jedenfalls Note. Dass sie das schön abheften, nee, nicht, dass wir, nicht, dass sie da nachher dann verlieren oder so. Achso, kostet ihn nichts, ne? Weil gute Werte und so, Was ne? kostet mich nichts, das höre ich doch mal gern. Ja. Überlebt die Stadt, ja. Du wolltest noch was erzählen wegen Hupsi. Ah ja, dem Hupsi, der geht nach Hause. Der will jetzt tatsächlich eine Ausbildung zu, ich glaube, Landmaschinenschlosser oder sowas machen. Und heute Abend ist dick Fete oben beim Ochse. Im Ochse? Ja, Ochsenmaul. Dass Hupsi geht, habe ich mitgekriegt, aber dass er eine Fehde macht, hat er nichts erzählt. Naja, es gibt ein Genmanipulier aus, nee, darf ich ja nicht sagen. Es gibt Schwein von Spanferkel von. Sagst du einfach Schnitzel? Ja, oder vom Schnitten. Ja, dann halt Schnitten. Mein Gott. Gut. Aber auf jeden Fall richtig lecker Schmecker. Ich hoffe nur, der hat genug Bier da. Andere Frage, habt ihr da noch einen Sitzplatz frei? Wir müssen Nee, ja bei noch zu dem Kadett. nicht. Hinten drin ist ja Absperrmaterial und sowas, nee. Wir müssen noch zu Kadett Meier und so und ja. Wird schwierig. Ja, genau.
Ich sollte eigentlich das Vorführdings mal zurückbringen, endlich. Ja, dann lass uns doch zum Händler fahren gemeinsam und dann muss der Händler uns mitnehmen, weil dann können wir was trinken. Ja. Auch eine Idee. Oder dann, auch nicht. Dann macht der Heiko einfach einen auf Taxifahrer, selber schuld. Oh ja. Auf geht's. Abfahrt. Bis gleich. Oh. Du fährst, Walter. Okay. Bist du drin? Jo. So, dann bringen wir den kurz zurück. Aber habe ich die Vermutung, dass das Ordnungsamt hinter mir ist? Und ich sehe es nicht mal im Spiegel, vor lauter Mehrwerke. Aber so ist es. In dem Griff hier oder was? Neben vorne hier. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen ebensolchen. Heiko? Hallo. Hallo. Was ich würde dein Vorführer gerade noch zurückbringen. Okay. Und wie bist du zufrieden? Läuft? Nicht mal zum Test gekommen. Bitte? Nicht mal zum Testen gekommen. Aber warum nicht? Zu wenig Zeit. Oh. Ja, ich kann ja noch mal ein Stück stehen lassen. Du kannst es noch mal wiederholen, wenn du brauchst. Ja, dann lass mal stehen. Ich fahre dann bloß mal hinten rum. Guck noch mal abschmieren und so. Und dann kannst du noch mal ein bisschen haben. Was willst du da abschmieren? Der ist von hier zum Maschinenre... Ah, Reiniger, das war auch gerade eng. Was? Eng ist ein dehnbarer Griff, Herr Schilling. Also sie standen eigentlich noch weit weg von meinem Spiegel. Also, aber eng kennt sich Walter aus. Meister Schilling? Ja. Komm mal kurz mit. Also, mein lieber Mirko hat es mal durchgetippt hier. Ja. Dein MF und dein Joskin. Ja. Also ich sag mal 70 können wir dir geben. 70.000. 70. Und Pickup? Mirko? Ach hier. Ja. Hast du den Pickup auch durchgetippt? Ja, davon wusste ich nichts. Warum habe ich den hinten gestellt? Achso. Warte, den müssen wir auch noch mal kurz durchtippen. Warte. Warte. Der klingt nicht gut. Der pfeift irgendwie so komisch. Ja, ich weiß. Der geht schwer an, ey. Hubraum. Platz Wohnraum. Oh. Nur ist er kaputt. Also das hat er bei mir nicht gemacht. Naja, ein komisches Ding hier. Naja, der Händler kann halt nichts um mit amerikanischer Wagen, wie das aussieht. Nee, so wie das klingt, ist das kein Wunder. Ich weiß schon, was das ist. Naja, was ist es denn? Ja, das ist die Doppel-Dreiviertel Stecknebelverbindung. Bitte was? Die Doppel-Dreiviertel Stecknebelverbindung. Die kommt gerne mal bei den amerikanischen Dingern hier. Aber, Herr Reiniger.
Ja. Ich find's ja trotzdem lustig. Mit 8,1 Liter Hubraum das Auto abzuwürgen. Ja, das ja, ist die Doppel-Dreiviertel-Stecknebelverbindung. Aber Automatik abführen? Ja, Leute, das ist die Doppel-Dreiviertel-Stecknebel. Aber Heiko, hast du getrunken? Nein, hier, gucke hier, komm her, zeig ich dir. Habt ihr noch Kaffee? Ja, haben wir vorne noch einen. Von ja, der steht da noch. Da sein. Danke. So. Guckst du hier drüben, die, siehst du? Und siehst du, dort tropft. Oh, das ist so eine Krankheit. Das leckt da. Das leckt, Tropf, genau. Das leckt. Das leckt. Die Sau. Das ist ein schöner Umweltschaden. Heiko, weißt du, was das heißt? Ich hab doch hier eine Wanne drunter, was ihr doch nicht. Nee, drunter. Heiko. Haben wir doch gemacht. Du musst viel Geld wieder bezahlen an der Stadt, das werden wir den Bürgermeister melden. Nein, ich hab doch hier extra so einen Saugboden drunter. Ja, ja, ja. Das sag's jedes Mal. Ich hab doch Saugboden. Bürgermeister. So. Also, Meister Schilling. Ja. Mit dem Pickup dazu, mit dieser Doppel-Dreiviertel-Stecknippel-Verbindungsfehler-Quelle, ne? Ja. Kann ich dir mit dem Gespann zusammen, also sag mal 95 kann ich dir geben. War alles zusammen. Ja. Komm Heiko, mach einen kleinen Betrag draus. Sechsstellig. Ah, das sieht wieder aus wie eine Kirschenmaus hier. Okay, 96. Schlüssel! 99! Wie viel? 99! Oh, 98! 98,5! Schlüssel? Oh, das ist wie auf dem Pollenmarkt hier. Die haben Mäuse hier. 98,2! Wo? Überall? 98,4! Oh, lecker Mio. Der Heiko hat gerade gesagt, die haben Mäuse hier. Was? Nee, man findet bei der Doppel-Dreiviertel-Stecknebelverbindung. Oh, guck mal, da fährt der Hirschfeld! So, 98. Wo? Wo hast du jetzt eigentlich dein Klima versteckt? 98,2, nimm mit. Ja, okay, 98,5, okay? Wollte 98,5. Frag Hupsi. 98,5. Und die Doppel-Dreiviertel-Stecknippel-Verbindung machst du auch noch ganz. Es. Hab ich gerade meinen Namen gehört? Weißt du, wo bei BMW die machst du mir noch ganz, wenn du das Auto verkaufst. Ja, ich muss da auch noch irgendwie was da was dran verdienen, dann mache ich die noch ganz verkaufen und dann ist wieder schick. Jo. Da komme ich dann meinen Restbetrag noch. Alter hat den versteckt und der sagt, du hast ihn dann nochmal versteckt. Aber ich gebe dir erstmal die 98,5, okay? Jo, so machst. Hab ich nicht. Gut. Was hab ich doch gar nicht gesagt. Du hast gesagt, Frau Hupsi. Ja, Hupsi findet alles. So, wo stehst du denn hier? Irgendwo wahrscheinlich Konto Maschinenring. Ja. So. Andere nennen es auch LU. Ja, bin ich gerade bei. Beides ist auch ein Riesenunterschied. Ja. So. Also ich frage euch ja immer, wie sie die Tiere hier transportieren. Handy halb vibriert. Genau. Wie wir da Tiere transportiert haben. So. Reiniger. Mal ein Stück hinter wegen dieser Doppel, Dreiviertel, ihr wisst schon. Ja, deine Nippel und deine Mäuse. Stecknippelverbindung. Ja, wir gehen Kaffee trinken bei dir. Ja, die Stefanie hat noch Kuchen gebacken. Weil, schon, Alter, es ist kurz vor Ladenschluss und. Aber, Heiko! Eine Bäckersfrau kriegt das hin. Ja? Guck mal, was, weil der hat einen riesen Vorteil. Wenn du Auto, wenn du fährst mit Anhänger, komm mal nochmal her zum Auto. Ja. Wenn du mit dem Anhänger fährst, und du schmeißt dann aus irgendwelchen erklärlichen Gründen um. Dann kannst du auf dem Kopf sogar auch noch anhängen. Ja, ich sehe es schon, ja. Hm. Tatsache, geil. Diese Ami-Technik wieder. Schlüssel! Immer diese Amis, ne? Ja, und diese Doppel-Dreiviertel-Stecknippel-Verbindung reißt auch nicht raus. Schlüssel, Kaffee, sowas. Aber schöner Splint hat er denn, gell? Ja, ich sehe schon, ja, das ist ja noch richtig gute Technik hier. Hä? Ja? Höhe verschnellbar alles. Hm, ich sehe schon. Aber wie gesagt, ich kümmere mich drum. Aber andere Frage, kannst du mich dann gleich mit hochnehmen? Ja, machen. Gut. Machen. Hab da jetzt meinen neuen Firmenwagen, gucke hier, kann man doch mit einem Firmenwagen. Ja, wo nimmst du Hupsi mit? So kann ich überhaupt mitnehmen hier? Zwei, ja. Was? Schlüssel. Okay, checken hier. Ups.
Heiko, ich glaube, da passen nur zwei Leute rein, weil da sind bloß zwei Sitze. Oh. So, ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Schaut bei Falco Hirschfeld vorbei. Lasst ihm einen Daumen da, ein Abo, falls ihr es noch nicht habt. Würde mich über ein Abo, Daumen und einen Kommi natürlich genauso freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, dann ciao.